Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Metal Mario Master. Wir grüßen euch zurück zu Forest. Wir müssen uns damit abklären. Ja, wir machen in diesem Part die Wand endlich fertig. Yeah! Ja, von nur noch 6 Dinger oder so, ne? So. Ich glaube, unser Steinlager ist schon wieder voll. Ja. Nee. Kann passieren. Ja. Dann. Passiert schon mal. So, ich muss mir auch was kochen und was essen. Ja, ich habe ja zum Glück noch aus dem Flugzeugwrack vom letzten Part habe ich noch ein paar Snacks gefunden. Ja. Sollen wir mal allgemein machen, irgendwie so ein bisschen durch die Gegend rennen. Ja, aber erstmal muss die Wand fertig werden. Ja. Und auch zu. Um. Baufeld! Also, ich bin auch wieder voll. Was ist das hier überhaupt? Ich war kaputt. Teil der Wand ist fertig. Ne, das geht irgendwie nicht kaputt. Da liegen noch bestimmt noch Baumstämme irgendwo. Wir finden noch irgendwie. Da. Hier sind noch zwei. Auch hier sind noch zwei. Drei. Dafür brauchen wir noch vier. Sehr gut. Ein Baum und zwei Baumstämme brauchen wir noch. Ich habe zwei. Wo? Dann kommen hier hin. Wo? Na hier. Genau, die Wand. Hey! Die Wand ist fertig. Jetzt können wir da Alkohol reinpacken, ne? Ja, und auch unsere Medizin. Keine Medizin. Ne. Ich dachte, ich habe mehr. Nimm dir ruhig welche. Ich habe halt noch drei Stück. Ja, ich habe ja noch voll. Aber kann ja nicht schaden, eine mitzunehmen, ne? Ja, nimm lieber noch eine mit. Es kann nicht schaden. Okay, dann werde ich mal. Jetzt irgendwo anfangen, mal Hasenfallen zu setzen. Ja, ach, ist jemand fertig? Ja, die ist fertig. Ah, sehr gut. Schön. So, was bauen wir jetzt? Ja, guck, was wollen wir jetzt bauen? Wir brauchen auf jeden Fall Fallen. Wir brauchen auf jeden Fall Hasenfallen. Hm. Molotov-Stolperdrahtfalle. Nice! Steinschwungfalle, Schlingfalle, Dornwandfalle. Garten, ja, ne, weiß man, mein Garten. Ist das jetzt mal gewachsen da? Da muss ich da irgendwie Wasser rüber packen. Oh, da ist sogar was. Oh. Ist da was? Oh. Was ist da? Zwei Aloe Vera gesammelt. Ja, super. Nice. Ich hab keine Stücke. Muss mal alle Stöcke mitnehmen. Ich habe hier so einen Kassettenspieler. Vielleicht sollte ich den mal irgendwie mal aktivieren. Ich habe keine Stücke mehr. Was ist das hier überhaupt für eine Falle, ey? Ja, was ist das? So. So. Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendwie eine Falle war, die wir da uns gebaut haben. Weißt du das? Das war nämlich keine Hasenfalle gewesen, das war was anderes. Warte, komm mal her. Bitte? Hörst du das? Nein. Ne? Ich hör nicht. Ich kann irgendwie Musik abspielen mit so einem Kassettenspiel. Cool. Was? So, jetzt erstmal hier Stöcker sammeln. Ich gehe mal auf Erkundungstour. Weil ich habe die ganze Zeit hier nur mit Bauen zugebracht. Ich muss auch mal hier, glaube ich, die Welt ein bisschen rumeiern. So, Gefühl. Ja. Ah ja, du mal durch die Welt, weil ich bin ja gestern
gestern sei schon im letzten Part auf Welttournee gegangen. Ja. Ich guck noch mal. Jetzt kannst du auch mal. Ich guck noch mal im Boot irgendwie was ist. Ja, guck mal. Stimmt auch noch was wir verpasst haben oder so. Oder hier am Strand allgemein. Ja. Ich habe Hunger. Schon wieder. Aber ja, wie gut, dass ich doch Snacks habe. Nom. Erstmal Snacks essen. Yeah. Mhm. Oh nein. Was ist? Es regnet. Das ist doch gut. Wasser. So, was haben wir denn hier noch alles? So bestimmt noch irgendwie was. Ich kann nichts betragen. Yeah. Ich kann auch keine Steine mehr tragen. Das ist doch alles blöd, ey. Na, ich glaube, wir haben ja alles gelootet. Da ist nichts mehr. Ist ein Hai da oder ein Delfin? Ist ein Hai. Hm. Weil da ist so eine kleine Insel, da will ich hin, aber da ist ein Hai, ne? Dazwischen. Ne. Lass mal lieber. Lauf nicht so weit raus, da sollten wir lieber zusammen hingehen. Ja. Ich gehe da gar nicht hin. Ja, so weit ist sie jetzt nicht entfernt, aber. Aber du willst nicht? Ja. Ich hau dem lieber nicht. Das brauchst du braten nicht. Was hat denn hier? Oh, hier liegt noch ein Baumstamm. Kann man die Haie nicht noch irgendwie looten oder so? Nee. Ich hab ja mal im ersten Part habe ich ja einen Hai einfach den Kopf abgesäbelt. Hier ist noch ein Koffer. Tennisball. Yeah. Das könnte der Tennisball sein, den ich da einfach weggeworfen habe. Ah, da mal Klebeband. Hier ist ein Grab irgendwie. Ja. Grab? Mhm. Ich glaube, ich sollte doch mal kommen. Ja, hier sind mal Fotos und so. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Na, komm mal hier hin. Ja, ich komme mal. Ja, habe ich im ersten Part schon irgendwie gesehen, aber bin da irgendwie nicht hingegangen, aus irgendeinem Grund. Ich habe irgendwie so ein Foto gefunden. Wo denn? Und eine Kassette. Na, warte mal. Ach so, auf dem Schiff. Ja, das habe ich ja auch gefunden. Ne, hier vorne. So. Oh. Oh. Guck mal, was das hier macht. Ich finde ja immer Musik, ey. Na, kann ich aber, glaube ich, nicht abspielen. Kopierschutz und so. Oh, hier kann ich mich wieder einreiben, glaube ich. Ich habe mich auch gerade eingerieben. Sehr schön. Na, gucken wir mal hier so. Hast du auch so ein Foto gefunden? Ja. Wir finden einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Hm. Hier ist aber überall Stoff. Warum hast du das denn hier eingesammelt? Ich hab mal eingesammelt. Ist der Böwe. Yeah! Ich habe die Möwe getötet. Und ich habe irgendwas in der Hand. Ich habe ein Metalltablett bekommen. Ah, sehr gut. Oh, Schildkröte. Komm her. Und die Schildkröte kannst du gut mitnehmen. Die solltest du wirklich mitnehmen. Schildkröte solltest du immer mitnehmen. Weil die haben viel Fleisch. Erstmal muss ich mal. Wäre aber auch eins übrig. Oh, ich kann den Schildkrötenpanzer nicht mehr. Ich habe schon eins. Ja. Ja. Verdammt. Ich irgendwie schon was bauen sollen oder so. Ja. Aber ich kann auch einen mitnehmen. Sehr gut. Ich höre irgendwie Wasser. Ist Wasser? Ist hier ein Wasser voll? Oh, du bestimmt auch irgendwas mehr davon mit trinken oder so. Oh. Oder?
Nee, geht nicht. Das ist wohl nur für Deko da. Ah, oh, schade. Boah, ist das so laut, ey. Wirklich, Alter. Also diese Wassereffekte sind wirklich sehr viel lauter, als es eigentlich sein sollte. Siehst du da hinten diese kleine Insel? Da wollte ich hin. Ja. Und so gucken, vielleicht ist da irgendwie was. Dann lass uns mal nachgucken. Nein. Ah! Noch mehr Schmutz. Yeah! Was, wo? Ja, da. Die Stelle. Ich habe mich da gerade eingerieben. So. Guck mal. Geronimo! Da irgendwo war irgendwie entweder ein Delfin oder ein Hai. So. Der war auf der anderen Seite. Hier hätten wir unsere Basis bauen sollen. Hier wären wir sicher gewesen. Die können bestimmt nicht schwimmen, die Viecher. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil dann kommen die ganzen Haie aus dem Wasser und snacken uns dann auf. Ja. Hier ist halt nur Schmutz, damit du dich einreiben kannst. Ja, ja. Hier ist nichts. Oh, ehrlich? Ich dachte, hier wäre irgendwie was. Ja. Yeah! Du kannst halt den Schmutz nutzen, um dich irgendwie zu tarnen. Aber was es genau bringen soll, weiß ich auch nicht. Oh, schade. Was hast du denn da oben? Weiß nicht. Dann wieder zurück. Ja. Oh, ich dachte, der wäre irgendwie voll der geile Schatz oder so. Du hast Hunger, finde was zu essen. Wie die Schwimmsteuerung funktioniert, verstehe ich irgendwie noch nicht so. Also ich schwimme ganz normal mit dem linken Stick und gucke mich halt um mit dem rechten Stick. Also ich kann halt meine Bewegung mit dem rechten Stick steuern. Ja, und mich halt mit dem linken Stick ganz normal bewegen. Erst bald wäre ich beinahe ertrunken, ey. Ich auch. Ich wäre glaube ich im vorletzten Part auch beinahe ertrunken, weil ich versucht habe, einen Koffer nach oben zu befördern, weil da noch einer im Wasser war. Du, das ist ein Stein. Da kommst du nicht hoch. Oh. Aber wir müssen hier irgendwie wieder hoch. Allein um die Insel weiter zu erkunden. Ja. Diesen Schädel da oben kaputt machen. Oh, da ist auch noch eine Insel. Ganz weit. Ganz weit weg. Ja. Weit, weit weg. Oh, Koffer. Stoff. Stoff. Ich hab Durst. Oh, ein Schokoriegel. Ich gönn dir. Ich gönn dir den Schokoriegel. Ich hab sogar Hunger, also ja. Ich hab auch gleich Hunger. Ich esse auch einen Schokoriegel. Nicht so weit weg, aber ich will dahin. Man kann sich ja auch los und so was alles bauen, ne? Ja. Ich denke mal, dass wir das irgendwann mal machen sollten. Wir sollten irgendwann mal anfangen, los zu bauen. Also ich bin jetzt wieder oben, wo wir auch im ersten Part waren. Hier sind wieder Haie an Land. Schon wieder Haie an Land. Ja. Dir geht's gut. Ich glaube, wir sollten mal hier so einen Kopf mal mitnehmen von so einem Hai. Ja, aber was haben wir denn davon? Weiß ich nicht. Hallo. Hallo. Hier ist noch eine Menge. Was hat da? Ein Anker. Ein Anker? Können wir den mitnehmen? Genau, ich ziehe jetzt einfach so aus dem Wasser raus. Oh, da, die Hütte. Erzählt hier. Oh, lass mal gucken. Oh. Oh. Oh, hier ist noch ein Kochtopf, aber ich habe schon. Ich habe einen Laptop kaputt gemacht, habe eine Leitplatte bekommen. Oh, nice.
Oh, Kochtöpfe. Oh, ich kann keinen mehr tragen. Ich habe auch schon einen. Was ist das denn böse? Alter! Wie die Möwe einfach gerade durch den Boden geflogen ist, ey. Möwe! Nein! Es wird dunkel, wir sollten wieder nach Hause gehen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na gut, dann gehen wir schon mal zurück. Ab nach Hause! Du bist auch da. Ja, hier bin ich. Bin auf dem Weg nach Hause. Ich kann jetzt gerade nicht sprinten, nicht muss warten. Hast du auch mal einen von diesen Kassetten mal mit deinem Kassettenplayer da verbunden? Noch nicht. Das soll ich mal machen. Dann kannst du ja geile Musik anhören. Yeah! Ich kann die, glaube ich, nicht abspielen. Bestimmt kopiergeschützt, ne? Das eine Lied klang sehr copyright-mäßig. Ja, das klang sehr vertraut vor irgendwie. Okay. Oh, oh, hier ist die Absturzstelle. Ja. Da gehe ich noch mal kurz rein, falls ich da überhaupt rein kann. Sieht fast gar nichts mehr. Ist da keine Fackel? Ah doch, ich hab noch Feuerzeug. So. Okay. Oh, da hat jemand sein Frühstück nicht aufgegessen. Nee. Hab ich mal gegessen. Ah, ich bin gleich wieder zu Hause. Ich bin zu Hause. Neues Outfit gefunden. Cool. Also ich bin wieder zu Hause. Ja. Ich sehe zwar nichts, aber ich gehe einfach da hin, wo unsere Zeichen alle sind. Ja, das ist auch unser Zuhause. Ja. So, dann erstmal speichern. Oh Gott, ich sehe nichts. Mach dein Feuerzeug an. Ja, habe ich doch. Ist aber nicht genug Licht. Was ist das denn? Was hast du denn hier? 31 ja, Stücke. Hasenfallen. Mal ein paar Stücke da reingepackt. So, wo ist der Eingang hier? Ich will da rein. Yeah. Wo ist der Eingang hier? Ja. Wenn er die Ruhe und den Eingang nicht findet. Großartig. Mann, was für ein Abenteuer. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt erstmal was futtern. Mm. So, bin fit. Let's go. Hm. Okay. Hm. Mal essen. So. Ich baue mal hier so ein Schildkröten-Dingen wieder. Ja, mach mal. Weil je mehr Wasserstellen wir haben, desto besser. Und dann kann ich auch irgendwann noch mal anfangen, unseren Zaun noch größer zu machen. Oh, 4 Stöcke. So, die zweite Hasenfalle ist fertig. Ich baue aber noch eine dritte. Na, hoffentlich fängt ja auch mal was. Ja. Das meißen. Sturzfalle benötigt das und das. Ich habe mich mal, ich guck mich mal hier so ein bisschen in der Gegend herum. Ein ganz kleines bisschen. Oh, da hinten sehe ich schon jemanden am Rumrennen. Aua.
Laufen sie schon wieder rum? Alle ganz weit hinten. Und ich höre Wölfe. Was? Wölfe? Ja, ich höre jaulende Wölfe, glaube ich. Oh, glaube da, dass das Fleisch, dass ich ein bisschen Fleisch verdorben, dass ein bisschen Fleisch von mir verdorben ist. Oh Gott. Ich glaube, dass du den irgendwie mal zum Trocknen anfängst. Okay, das Fleisch habe ich jetzt abgelegt, weil es halt verrottet ist. Da ist schon wieder so ein Typ mit der Keule. Geh weg! So Stress. Wo sind denn seine Hände am Leuchten? Was? Die waren so am Rot am Leuchten. Gib auch ein bisschen was von der Action. Der ist schon wieder weggerannt, also. Ja komm, gucken wir uns mal ein bisschen um. Ja, so 10 Minuten, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, wann ich Knappe gestartet. Ah, wo bist du? Ach, da bist du. Geht nicht. Was ist das denn? Hat die Pflanze mit der Keule kaum gehauen. Yeah. Ja, ich musste ein bisschen Fleisch ablegen, weil es halt verdorben war. Konnten wir nicht mehr essen. Ja, hier ist mehr. Ah, das ist ein riesiger Baum. Riesig. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ja. Am Standardort. Wissen du, ich sehe ich gar nicht. Ah, da bist du. Passagierliste, okay. Ein Passagier war da noch, die war tot. Ja? Na, können wir aber nichts mitmachen. Ja, schade. Und da hinten war wieder einer. Ja, ganz hinten sind die am Laufen die ganze Zeit. Ich habe das gehört. Ja. Wo sind sie auch? Da kommen die schnappen wir uns. Und sicher, ich habe immer Bock auf ein bisschen Staatsgewalt. Ich habe Bock auf Haue. Ja. Na, die sind hier links von uns, hinter uns. Da, ich sehe ihn. Lauf doch nicht weg. Hey Kumpel, lauf doch nicht weg. Ah, schon tot. Ja. Die Zähne ausgeschlagen. Na klar. Der hat auch nur eine Keule hinterlassen. Ich hab beinahe einen Hasen mit einer Keule getroffen. Yeah. Moment. Bitte, geht doch. So, ich hab seinen Arm und seinen Kopf getrennt. Okay. Ist ja nicht so, als ob ich es zum ersten Mal gemacht hätte. Nee. Mir macht eher Sorgen, was du vielleicht damit vorhast. Ah, das willst du nicht wissen, was ich damit mache. Der hängt mir natürlich im Wohnzimmer über den Kamin auf. Oh Gott, was war das? Auf. Beim nächsten Mal nehme ich ihn das Hinterteil ab und hängst mir über den Kamin. Ja. Ja. So, viel Spaß bei der Arbeit. Was war das? Ein Vogel. Ja, das ich hab so gehört. Ein Reh! Nein, komm her. Schieß einen Pfeil drauf. Komm her, Bambi. Bambi, komm her!
Dann hol ich hier meinen Bogen raus. Leute, komm her. Wo bist du? Ja, einmal getroffen. Oh nein, ich hab Bambi verloren. Ah ne, halt, da ist Bambi. Verdammt, wo ist er? Nein, ich hab den verloren. Ich hab ihn einmal getroffen. Komm. Ich hab Bambi mit Stein gebracht, aber jetzt uns gerade erledigen. Das ist. Warum sind wir bei Schädel? Warum mit der Stroh rum? Ne? Ja. Jetzt habe ich wieder meinen Bogen weggepackt und jetzt taucht das Viech wieder auf. Ich stelle mal ein paar Pfeile her, jetzt wo ich darüber nachdenke. Bestimmt Fehler. Nein, ich habe nicht genug Fehler. So. So, du komm her. Was machst du jetzt? Da ist eine Klippe. Nein. Nein. Ich habe mein Bambi verloren. Ich brauche unbedingt auch unbedingt einen Bogen, ey. Okay. Was sind das für welche? Ah, oh Gott, ah. Hilfe! Was sind das für welche? Was war das? Alter, was ist denn? Ich renn zurück nach Hause. Ich habe ein paar Probleme. Alter. Ah, da ist gerade jemand auf den Baum geklettert. Komm runter. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ah, zum Teufel. Stehen. Master, ich brauche ein bisschen Hilfe. Hier sind irgendwie 4-5 Leute. Ja, bei mir sind auch gerade welche. Ich kann auch gerade nichts tun. Oh oh. Die sind irgendwie 1000-mal aggressiver gewesen. Ey. Dieser blaue, hatte ich gerade dieser blaue angegriffen? Ja, wir haben 3-4 Stück von denen angegriffen. Ey. Boah, ey. Aber sonst ist alles okay bei dir? Ja, irgendwie habe ich halt überlebt. Ich will den Kopf von denen. Danke. Mann, ey, was für eine Aufregung. Ja. Die haben mir überraschend wenig Schaden gemacht, das hat so viel, aber irgendwie ja, ne? Das ist noch einer bei unserer Basis und es sind sogar noch zwei und es sind noch drei. Hilfe! Warte, ich komme. Ich hab ein paar Schädel eingesammelt. Ich komme. Bist du tot? Ich bin tot. Ach Mann. Wo sind die? Oh Gott. Das. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Schreib mich nicht so an. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Hilfe! Ich schau mal kurz in unsere Basis. Hilfe, ich bin gleich tot. Ich muss dich wiederbeleben, oder was? Ich glaube ja. Na, oh. Wie soll ich einen Bildschirm machen? Hast du mich? So, ich bin auch tot. Nein. Und was jetzt?
Ne, wir sind tot. Drücke E zum Neustarten, steht bei mir. Ja, ich habe A zum Neustarten gemacht. Ah, super. Finde deine Leiche und Gegenstände aus der Rucksack wieder aufzusammeln. Oh, cool. Ja, wir sind ja direkt hier, also. Und ich habe auch noch Hunger. Okay. Und wir haben gar nichts. Alles klar. Okay, erstmal waschen gehen. Ich bin wieder beim Flugzeug. Ich auch. Was? Oh Gott, ich glaube, wir hätten mal ein Bett machen sollen irgendwann. Würde vielleicht da respawnen oder so. So, okay, ich bin erstmal sauber. Jetzt, ne, wir müssen unbedingt wieder zu unserer Basis zurück. Ja. Stein aufgesammelt. Den kann ich irgendwie benutzen als Waffe. Ja, und wenn wir wieder da sind, dann bringen die uns um, oder was? Wir müssen erstmal wieder... Naja, wir haben immerhin 7 Tage überlebt. Ja. Alter, der Totenkopf zeigt unsere Leiche. Ja. Wenn die jetzt aber immer noch da sind, dann haben wir ein Problem. Ja. Wir müssen uns irgendwie versuchen zu verteidigen. Ja. Was denn? Ich hab gar nichts. Ich hab auch nichts. Ich hab halt nur ein Walkie-Talkie. Kannst einen Stein aufsammeln, glaube ich. Ich habe einen Stein aufgesammelt. Oh Gott, ich hoffe, die sind nicht hier. Sieht nicht so aus. Ich gehe mal ganz langsam. Ja. Weiß jetzt nicht, welcher Totenkopf welcher ist. Nee. Da kann ich noch meinen hier aufsammeln. Bei mir ist hier ein Rucksack. Das könnte meiner sein. Wo ist er denn? Genau hier. Kannst du ihn nicht? Ah, doch, da. Doch, hier. Okay, hey. Ah, gut. Dann nehme ich mal an, die sind getrennt irgendwie. Ich glaube auch. Okay. Ja, das war mein Rucksack. Gott sei Dank. Ja, dann können wir nur unsere eigene Rucksäcke, glaube ich. Ja. Puh. Ja, ich hab mein Zeug wieder. Na, ja. Was ich jetzt mache ist, ich baue mir ein Bett in mein Haus. Ich auch. Auch wenn das ein einziges, was hier drin reinpasst jetzt. Ich weiß erstmal, was zu essen, ey. So, ich brauche ein Seil, ein paar Stöcke und was auch immer das ist. Aber da ist Hasenfell, glaube ich. Das haben wir doch nicht. Und der Part ist auch schon voll lange, glaube ich. Ja, ich mache jetzt noch immer zu essen. Ja, aber wir haben unser Outfit verloren. Ja. Ja. Oh. Ich nehme mal ein paar Sachen haben wir verloren, ne? Ja. Egal. Naja, jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, was passiert. Ich habe ein Bein dahingehängt. Wir sterben. Ha! Du hast einen Vogel auf dem Arm! Yeah! Komm rein in mein Haus. Verdammt. So, ich habe den Kopf da gebraten. Kann ich den mal essen langsam? Ich habe gerade 2 Teile gegessen, weil ich so einen Hunger hatte. Aber hier, nimm dir was davon. Ich kann nichts. Da, ich meine hier, vor dem Trocken. Ja, ich habe ja schon einen Kopf hier reingepackt, aber passiert da nichts. Warte mal. Wie kann man die wirklich essen, die Sachen? Ja. Also die Teile, die da hängen, kannst du essen. Was? Was glaubst du denn, warum ich... Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ich hab doch schon mal einen Arm gegessen. Und wie ich ja schon sagte, in der Not muss der Teufel fliegen. Da. Und wie wird er bei mir aber nicht fertig? Aber auch da.
So, ich erst mal ein rechtes Bein. Ah, nee, halt, die Köpfe sind nicht zum Essen. Daraus werden Schädel gemacht. Na, super. Schädel. Ja, ich hab Schädel. Kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Okay. Na gut, okay, dann würde ich mal sagen, beenden wir jetzt mal den Part auf die Session und geht's Nächstes Mal. Ja. Mal schauen, wie es ja weitergeht. Aber erstmal speichern. Ja. Ja, wir haben ja immerhin 7 Tage überlebt. Ja. Das ist mehr, als ich mit dem Vegas überlebt habe. Ja. Na gut, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Forest. Bis dann und ciao. Ciao, ciao.